Na komm. So, Bob, steh. So, jetzt wird es einmal wackeln. So. Hey du. Jetzt wird erstmal alles festgemacht. Ihr kennt das schon, die Prozedur. Wird der Bauch gelockert. Ja, das ist ein Zeichen, dass es jetzt Feierabend wird. Ja, hast du brav gemacht. Hast du ganz super gemacht. Na komm, komm, komm. Na komm. So, komm rein. So, komm, dreh dich. Hey, na, na, na. Nicht da schuppern. Na. Schuppert sich so gerne. Na, nicht schuppern. Das gute Messing hier. Komm. Und still. Wir wollen ja noch ein Bild machen von dem. So. Super. Da kann man ein Foto daher machen. Ne? Machen wir mal ein Foto nachher. So. Dann habe ich ja. Wollen wir das mal auseinanderpacken, was mit ihm ist. Super. So, dann habe ich nämlich hier oben. Erstmal sein Schweißgurt. Frage, warum? Nehmen wir mal an, er würde durchgehen mit vollem Galopp. Und er macht eine scharfe Bremse. Man weiß es ja immer nicht. Könnte ein Sattel etwas nach vorne rutschen. Ist natürlich auch nicht so gut für mich. So. Na, das nehme ich jetzt ab. Das ist übrigens weicher als das, was ich vorher hatte. So. Super. Hier habe ich das von einem anderen Gurt abmontiert. Ich kann das auch so machen, das muss jetzt nicht fest sein. Nee, mein Digga, hast du super gemacht. Super, wie immer. Mega. Super, Digga. So, alles mehr schon mal abmachen, ne? Mein kleiner hier, dann lassen wir das auch erstmal hier für morgen. Ne? Ah. Können wir dann zu Hause machen, das neu? Hast du super gemacht, ja. Hast du ganz super. So, was ich jetzt mache, das sieht ja auch, ich mache das alles auseinander. Ich habe das ja alles ja hier quasi umgebaut, ne? Das ist anders. Ich habe hier so eine Freiheit hier gemacht. Das wird auch nochmal gekürzt, damit das hier oben nicht am Knochen ist. Das wird auch nochmal geändert. Aber er muss sich erstmal so generell dran gewöhnen und jetzt wird ganz viel umgebaut. So, na komm mal hier. Er weiß schon, ich ziehe das ab und er macht sein Maul auf. Super. Also ich mache es wirklich so, er macht sein Maul auf. Ich muss mir keine Gedanken machen, dass ich ihn irgendwie was gegen die Zähne schlage. So. Ich werde ihn dann erstmal gleich seine Box lassen, aber auch da haben wir ein Zeremoniell. Und zwar, bevor er reinkommt, taste ich gleich ab, ob alles in Ordnung ist. Ich habe das mal angefangen, so generell, wegen Zecken oder irgendwelche Probleme. Wenn er seinen Schwanz rauslässt, bin ich auch derjenige, dran rumrubbelt und sauber macht. Weil ich sehe Schwänze manchmal von Pferden, da bin ich so erschrocken, wie dreckig die aussehen. Und wo ich immer denke, mein Gott. So, jetzt geh mal zurück. Geh zurück. Hey, zurück. Hallo. Sag mal, muss man ihr mal die Gerte erst zeigen? Wisst ihr, er kann, aber er will nicht unbedingt. Manchmal sind die auch wie kleine Kinder und trotzig. So, also er weiß, er geht jetzt nicht rein. Ja, er kennt das schon. So, ich mach das mal so. Na, komm mal her. Ohr. Oh, er
lässt sich das gefallen. Ich bin wirklich ganz tief mit meinen Daumen. Jetzt nehme ich das raus. Ja, immer loben, loben, loben. Ihr geht, ich gehe richtig rein. Ich taste es ganz vorsichtig ab. Also wirklich ganz vorsichtig taste ich das ab. Super, brav. Dann machen wir Auge immer, diesen Schnotter weg. Und ihr seht, wie nah ich dran darf, ohne dass er Zicken macht. So, jetzt weiß, jetzt kommt das Unangenehme. Die Nase. Ich gehe da ganz rein. Das ist noch einfach für ihn. Und jetzt gehe ich richtig da innen drin. Jetzt fängt er an. Eklig, eklig, eklig. So. Super. Ja. Ja, 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 ja. So, komm. Ich lasse ihn da rein. Komm. Er geht jetzt da rein, weil er weiß, es ist okay. Jetzt guckt er auf sein Leckerli, aber er kriegt das ja gleich. Ich muss es ja erst holen. Hey. Ja, du kriegst es ja gleich. So. Na, also, ah, der scheuert sich gerade. Ja. Tür. So, was ich jetzt mache, ich nehme einen Teil mit und hole dann auch schon mal einen Teil seines Fressens. Das ist mal nämlich das hier, sein Latte. Und jetzt nehme ich extra. Der wartet schon, kennt das ja. Dann kriegt er Mineralien. Schön zu machen wegen den Rachen. Dann kommt ein bisschen Leinöl. Denkt da dran, großes Pferd. So. Jetzt wird ihr sehen. Na! Er wird mich jetzt nicht angehen. Steht jetzt genau neben mir mit dem Kopf und wartet, dass ich ihn ranlasse, ne? Du wartest, dass ich dich ranlasse, ja? Du wartest jetzt, dass ich dich ranlasse, ja, 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 ja. Also ich habe damals Pferde gekannt im Reitstall, wo ich mal geholfen habe. Die hätten mich weggestoßen. Und das habe ich mir geschworen, wenn ich ein eigenes Pferd habe, gibt es Regeln. Die Regeln sagen ganz klar, du hast mich hier nicht wegzustoßen. So, jetzt. Und dann lasse ich ihn auch wirklich ran. Na, das ist so quasi die Belobigung. Ach ja, jetzt sieht er übrigens, er holt seinen Schwanz, seinen Schnüdel raus. So, jetzt hole ich mir den Schnüdel und schrubbeln den mir sauber. Ja, ich habe keine Handschuhe, aber wann hat man auch einen Handschuh? Also ganz ehrlich, Leute. Also früher hätte er mir mit seinem Fuß mich getreten. Das habe ich ihn aber auch abgewöhnt. So, ups. So, ja, das ist ganz einfach. Warum mache ich das? Ich habe das meinem Tierarzt mal erzählt und er hat auch gesagt, das ist sehr gut, dass ich das mache. Das mache ich auch im Sommer, dass ich da wirklich da reingehe mit einem Schwamm lauwarmes Wasser und nur mit lauwarmes Wasser sein Pipi-Mann komplett sauber mache, weil es kann sich auch entzünden. Und dann ist das Geschrei immer groß, wenn Pferd Tierarzt nicht ranlassen möchte. So. So, und wollen wir das doch mal auf den Punkt bringen, warum soll ich damit ein Problem haben, seinen Schwanz anzufassen? Bin ich doch eh schwul und habe genug Schwänze in der Hand gehabt. Zum Glück habe ich alles da. Hier habe ich jetzt ein Handtuch. Und wichtig ist Desinfektion. So. Schön eincremen. Na, also zu Hause noch mal Hände waschen, wohl bei meiner Mutter und fertig, wenn ich gleich hinfahre. Na? So.